Gewalt! Geh weg! Wach auf, es ist nur ein Traum. Wach auf! Die Puppe. Der Dachboden. Na schön, mal auf dem Dachboden nachsehen. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Man kommt nicht in den nächsten Raum. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Thank you.
Im ersten Stock stand eine Wiege. Was wohl passiert, wenn ich da eine Puppe reinlege? Noch ein Meisterwerk. Ein Ofen, ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Im Keller war doch ein Ofen. Vielleicht finde ich da den nächsten Hinweis. Das nicht machen, Sarah. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen und ich habe ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Ich weiß, dass du ein harmloser Göttling bist. Aber andere wissen das vielleicht nicht, und dann... Woher willst du wissen, dass ich ein Göttling bin? Woher, hm? Hm? Wenn jemand so aussieht und sich so benimmt, glaub mir, du bist einer. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll. Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote...
Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt hier überhaupt nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum. Da bin ich eingezogen. Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Erst recht nicht als Mitbewohner. Also habe ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Sarah, Novigrad ist kein Ort für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte, lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe. Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja, ja, ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Der ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Eigentlich beides. Ein Dämon hatte sich Corinnes bemächtigt. Ich konnte sie befreien, aber im Haus spukt es noch immer. Hat sie die Geschichte des Hauses geträumt? Ja. Recht scheußlich offenbar. Sie wollte gar nicht drüber reden. Hier sollte niemand wohnen. All die Kronen, die ich bezahlt habe. Naja, ich lande schon nicht im Armenhaus. In